Skorpion, herzlich willkommen zu deinem Wochenausblick in der kommenden Woche. Okay? Was werden die Hauptenergien sein? Worum wird es vielleicht gehen? Was ist das, was kurz und knapp einfach nur mal erwähnt werden soll? Okay? Wow, guck mal hier. Die 9 der Schwerter redet schon von vielleicht schlaflosen Nächten, Unruhen, Gedankenkarusselle, gesundheitliche Einschränkungen, ja, Leid, Kummer, Sorgen. Es kann durchaus sein, dass du dich um eine bestimmte Person sorgst nächste Woche, okay, oder dich schon am Sorgen bist. Vielleicht machst du dir zu viele Gedanken um diverse Sachen. Hier geht es aber auch darum, wenn dich eine Energie angelogen hat oder du spürst, jemand lügt dich an oder du spürst einfach, du bist in einer, ja, Bereichsenergie, wo es um Lügen, Intrigen geht, ja, wo du sagst, ich habe keine Böcke mehr, mir reicht es langsam, also warum machst du das mit mir? Wenn du einfach keine Kraft mehr haben solltest, heißt es nächste Woche vorsichtig damit zu sein, okay, lieber einen Gang zurückzuschalten, auf dich zu achten, okay, den Lügen nicht so viel Gehör schenken, sondern egal, ob man dich anlügt oder nicht, versuche einfach ein bisschen darüber hinwegzusehen, weil du machst dich kaputt und wirst diesen Lügenbaron ja nicht ändern können. Dieser Mensch wird weiterhin so machen, aber wird dir natürlich schaden können. Wenn du jetzt mit Lügen nichts zu tun hast, wenn du auch nichts mit Abgeschlagenheit zu tun hast, wenn du einfach ein ganz normaler Skorpion bist, der sagt, ja, ich habe hier unter Gebrechen, ja, ich habe hier unter Sorgen, ja, Mai, okay, also es läuft nicht immer alles ganz rund, ja, ich habe da immer noch so Themen, Familienthemen, Elternthemen, Ex-Partner-Themen, ja, eine Liebesgeschichte, Geschichte, die sich immer noch nicht zu Ende gibt, aber trotzdem bin ich eigentlich glücklich, ja, super. Warum? Weil nächste Woche heißt es, wenn du, ja, deinen Fokus auf eine Situation richtest, die deine Intuition dir weist, ja, das heißt, auf dein Gefühl zu hören, auf deine innere Stimme zu hören, ja, nicht bei Rot über die Ampel zu fahren, einfach was Blaues, was Grünes anzuziehen, wenn deine Intuition dir das sagt. Wenn du nächste Woche mehr auf die innere Stimme hörst, mehr auf dein Gefühl hörst, wirst du viel mehr in die Liebe kommen, in den Frieden kommen. Gespräche werden geklärt werden, ja, Situationen werden geklärt werden. Für Skorpione heißt es nächste Woche, introvertiert zu sein, mag zwar cool sein, eine gewisse Zeit lang, aber es kann viele Probleme darstellen mit der Außenwelt, sei es mit einer Partnerin, mit einem Partner, mit wem auch immer, okay? Nächste Woche wird eine herausfordernde Woche, wo die Lügen bei Skorpion großgeschrieben werden, durch deine eigene Unwahrheit vielleicht, aber durch Menschen, die dich versuchen zu manipulieren, okay? Ein Gespräch zwischen Partnern, zwischen Freunden, zwischen Mann und Frau wird nächste Woche wichtig sein müssen. Ein großzügiges Angebot, Nostalgie, also es wird ein Karussell der Gefühle für unsere Skorpione, ja? Wichtig ist aber, bleibe im Vertrauen, bleibe in der Ehrlichkeit und mache alles das, was wichtig und richtig ist, um in deinem Wohlfühlambiente nächste Woche zu bleiben. Möchtest du eine Notfall-Express-Legung, schreib mich an. Ansonsten habe ich keinen offiziellen Termin mehr frei für Mai. Nur noch Notfälle werde ich im Mai bearbeiten können. Okay? Alles Liebe, Skorpion, und wir hören uns. Bye.